So, Servus YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bioshock 1. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt schon weiter für Santa Code diese komischen Aufnahmen. Oder halt die letzte. Und ich will jetzt diesen verdammten Türcode finden. So. Weiter geht's. Ich will den Ton leise machen, sonst höre ich euch nicht. Sonst höre ich mich selber nicht. Ja, ist immer noch zu laut. Ist fast immer noch zu laut. Ja, gut, dass ich das hin. Ach, jetzt geht's, jetzt nervt's schon wieder. Steuerung anpassen. Mausempfindlichkeit 4 übernehmen, zurück. Weiter. Ja. Okay. So. Wo haben wir das letzte Mal geschaut? Eigentlich überall. Lasst mich überlegen, lasst mich überlegen, lasst mich überlegen! Ich würde sagen, wir gucken einfach. Wisst ihr was? Wir gucken einfach nochmal in den Raum rein. Mit viel Glück steht es irgendwo an der Wand dran. Und mit. Oh. Ich sehe dich. Komm mal ran an mir da. In der Luft, habt ihr das gesehen? Was? Nochmal jemand? Was? Nee. Spirits, waren wir da schon? Ach ja, genau, hier waren wir ja schon. Oder vielleicht steht er ja hier irgendwo. Und ich sehe ihn einfach nicht, das gibt's da nicht. Da habe ich schon einen fucking riesen 4K-Monitor. Die alten Spiele auf 4K gepatcht, ne? Und dann sehe ich den Scheiß nicht. Ich könnte doch gerade echt im Quadrat kotzen. Zum Mal und geteilt. Quadrat hoch 10, ja? So ist es. Oder? Au. Blöd, Mann. Gut, wir ignorieren den einfach mal. Und Gott, wo wollten wir jetzt noch mal hin? Ach so, ja, stimmt, genau. Oh, guck mal. Überraschung, meine Süße. Ich sag's euch, der steht hier irgendwo, nur ich bin zu blöd, den zu erkennen oder zu sehen. Nee, ich seh ihn einfach nicht. Der ist bestimmt hier irgendwo drinne. Mann, 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 Mann. Hat er den vielleicht irgendwo hier hingekriegselt? Die Leiche da? Der Typ mit dem Blut oder? Nee, glaube ich jetzt auch nicht. Ich will's halt nicht hacken, weil ich. Ah, Mann, ich weiß, dass hier irgendwo. Das ist zwar schon ewig her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Also durchgespielt gehabt habe. Aber ich weiß, dass der Code hier irgendwo steht, ja. Ich weiß nur nicht mehr genau wo. Es ist einfach zu lange her, Leute. Damn it. Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Arr. Sie hat mich Tiger genannt. Warte, was haben wir hier? Nee, Alkohol gibt's. Jetzt ist es schon wieder fast ein bisschen zu schnell. Steuerung anpassen. 3 übernehmen. Zurück. Weiter geht's. Ach, lass mal einfach so. Spritze. Nee, mit dir rede ich nicht mehr. Du bist blöd, Alter. Ich mag dich nicht. Heilige Scheiße. Das bräuchten wir jetzt glatt so ein Auto-Hacker, wa? Nur Schrot, ist immer gut. Hier noch eine Kasse auf den. Ein Ding war auch noch ein bisschen Kohle gelegen. Hier, da und dort. Hä? Was? Achso. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen.
Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein! Nein, bitte! Ich hab Sie doch geliebt! Nein! Oh oh. Alter! Ein Grammophon? Ich trau dem. Ich trau der nicht. Okay. Turmband. Diese unheimliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Ich gehe mal, also davon kannst du echt mal ausgehen, dass der, also... Wen hält er sich eigentlich? Wer ist denn das? Wer war denn das? Ah, hier. Turnband. Wisst ihr was? Malerei, Musik, Poesie. Das ist alles nur fauler Zauber. Kohn hat Ryan um den kleinen Finger gewickelt. Und womit? Dadurch, dass er ihm sagt, was er hören will. Steh auf, Rapture! Hebe dich! So ein Blödsinn! Der Quatsch war schon Schnee von gestern, bevor Kohn damit angefangen hat. Ich will von der ganzen gequirlten Kacke nichts mehr hören. Mich interessiert nur, dass der alte Sack mich hier behält. Alles klar. Oh, der ist ja mal ultra knüllevoll, wa? Ja, bla bla bla. Wo. Oh mein Gott, hüpf doch darüber. Ich weiß, dass du... Ist jetzt da rein? Bleib da stehen, Mann! Ich kann den nicht schocken? Warum kann ich den nicht schocken? Ah! Okay, dann warte ich halt, bis du zu mir kommst. Wisst ihr, was ich glaube? Der kommt nicht zu mir. Aber... Wir haben Wir holen uns einfach Verstärkung, würde ich sagen, oder? Wie seht ihr das? Schnapp ihn dir, Tiger! Ja, okay, das... Box ihn um! Ernsthaft? Macht jetzt, der macht den, Alter, der macht jetzt halt mein Big Daddy Blatt, oder? Wo? Nee. Ich glaube, der macht kein Big Daddy mehr Blatt. Yeah, nice, Alter. Krieg ich da noch ein paar coole Fotos hin? Nee. So, ich würde sagen, wir bleiben direkt mal bei der Pumpe. Warum ist jetzt das auf der 5? Das muss ich nachher neu sortieren. Wieso nachher kommt, das machen wir jetzt kurz. Hier muss ja irgendein... Ah, da hinten ist eine G dann. Eine G... Ihr wisst, was ich meine.
So. Das müssen wir neu sortieren, das gefällt mir so. Hä, es ist doch auf 1. 1. Wartet mal. Ach, das kann man gar nicht sortieren. Wie doof ist denn das? Das richtet sich, glaube ich, nach dem Status von der Fähigkeit, die wir da haben. Santa, yeah! Zeig mir deine beste Pose! Zeig sie mir, ja komm! Los, zeig mir deine beste Pose! Zeig es mir! Mein Gott! Boah, der sieht ziemlich, veraltet, sieht das krass aus. Mein Gott! Komm, geh doch mal aus dem Weg! Der will sich das Ding angucken! Meine Fresse! Sag mal, was durchsieben denn die Dinger gerade? Nix? Komisch. Schreibenderen Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine Ware ganz. So, jetzt speichere ich hier mal ganz fix. Ich will nämlich den Panel über den Haufen schroten und wissen, was passiert. Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren worden. Und jetzt... Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchkugel zu machen? Sieh zu, dass du nach Hephaestus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Ja. Ich wüsste jetzt... gerne was da hinten. Oh nein, man kann ihn nicht besiegen. Doch, man kann ihn besiegen. Mein Kalt! Wo ist er? Box ihn um! Wow, nein. Oh mein Gott. Nein, Big Daddy, was tust du? Das war eine schöne Zeit mit dir. Alter, das finde ich jetzt voll uncool. Was messe nicht drauf? Ist ja langweilig. Sollten wir allerdings ein bisschen Unterstützung hier ranholen. Ah Gott, ich bleib immer überall hängen, Leute. Das ist so schlimm. Wo ist er? Hier. Komm, macht Blatt, Leute! So, das war's, mein Freund. Ende Gelände, ja? Ja, und er hat mir den Schlüssel, hat uns den Schlüssel hinterlassen. So, Verbandskasten nehmen wir jetzt keinen mit, weil wir nämlich da vorne einen Verbandskasten. Ah nein, wir haben den schon aufgesammelt. Echt jetzt? Haben wir den schon aufgesammelt? Haben wir hier noch irgendwas dran? Fail, Alter. Haben wir eolisch Schrot. Was haben wir davon? Na komm, scheiß drauf. Oh, Leute. Kurz speichern. Der große Augenblick ist gekommen. Was verbirgt sich hinter dieser Glocke, in dieser unglaublich geilen, unglaublich coolen Kugel? Ich will's wissen.
Ihr wahrscheinlich auch, aber dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dran sein. Ja, so einfach ist es. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Schnitt. Die 15 Minuten sind fast schon wieder rum. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal. Also, macht's gut.